Hallo Internet, hallo www, das ist Steven Gähnchen aus dem echten Fernsehen. Tommy hallo. Schmidt. Na? Da kann man immer einfach viel wilder moderieren, das ist so geil. Hallo, man kann auch so machen. Einfach so. Internet, Elevator Boys. Ja, genau, man muss gar nicht so gerade stehen. Elevator Boys, der Fahrstuhl geht auf und irgendwie so gucken. Kannst du das? Mach mal. Nee, dazu fehlen mir die Gene. herzlich willkommen zurück. Wir spielen hier noch ein bisschen Swap Liberty, haben wir gerade auch bei den Erwachsenen im Fernsehen gemacht. Es steht 2-2, wenn ich richtig informiert bin, oder? Es steht noch 2-2. Ja. 2-2 steht's. Es geht darum, prominente Namen. Das werde ich auf keinen Fall erklären. Das ist viel zu kompliziert. Das kann Gregor noch mal erklären, wenn er will. Ja, kriegst du es noch mal hin? Ja, ich krieg's noch mal hin. Also, okay. Wir haben. Du musst anfangen bei. Willkommen. Boah, jetzt hier, ganz Oberschule jetzt. Ja, okay, schreib mit. willkommen bei Swap Liberty. Ja. Oh. Swap Liberty, das ist ein Wort, ne? I'm a Scatman. Swap Liberty. Wo es darum geht, dass ihr berühmte Promi-Duos erkennen müsst. Aber wir haben mit der Face-App die Geschlechter der beiden getauscht. Okay. Und wenn ihr wisst, ihr seht gleich die Bilder von denen. Und wenn ihr es wisst, wer es ist, dann haut ihr auf den Buzzer. Aber es gibt einen Twist, ihr müsst die Namen der beiden Protagonisten tauschen. Okay. Also immer von dem einen den Vornamen und von dem Team anderen sein den Nachnamen. Und Menschen, die ein gutes Verhältnis haben. Also wir hatten doch schon Tom Kaulitz. Ja, genau. Also Pippi Langstrumpf und das Äffchen? Nee, es sind immer Promis, die du auf jeden Fall kennst. Vielleicht. Die beiden. Ich kenne die. Ich weiß nicht. Oder Biene Maja und Willi. Steven ist halt richtig albern. Gefällt mir. Das ist das Internet. Das Internet. Für alle, die es nicht verstanden haben, wir spielen einfach mal eine Runde. Ich habe es auch immer noch nicht ganz gedacht. Steht immer noch. Es steht 2-2. 2-2. In der Sendung stand es 2-2 und jetzt müsst ihr noch mal richtig Gas geben. Also, los geht's. Nächste Runde. Swap, rap, rap, rap. Oh Mann, das ist hier. Unten kenne ich, beziehungsweise oben ist ja relativ. Nee, ich weiß, das ist Ryan Wilde und Olivia Reynolds. Das ist nicht ganz richtig. Ich glaube aber du. Nee, du. Es ist nicht richtig. Nein? Das ist doch Ryan Reynolds und das ist Olivia Wilde. Nee, es ist nicht Olivia Wilde. Also die Augen von Ryan Reynolds sind wahnsinnig ikonisch, ne? Die erkennt man ja sofort. Nee, wie heißt denn seine Frau? Nicht Olivia Wilde. Nee. Das weiß ich das wieder nicht. Ne? Aber ich weiß. Gossip Girl. Hat auch Nachnamen hat auch was mit Fernsehen Steven zu tun. Am roten Teppich. Wenn es nicht aufgezeichnet ist. Kommt hier, wie heißt sie? Nee, das ist mir aber wirklich, ist mir wirklich passiert. Ist mir ja? Wirklich, ja, und dann habe ich so lange Fragen gestellt, weil ich dachte, irgendwann fällt mir der Name ein. Und es wurde immer unangenehmer. Oh Gott. Aber wer war es dann? Weiß ich immer noch nicht. Weißt du, ich habe noch einen Tipp. Hat was mit Fernsehen zu tun, der Nachname? Wenn es nicht aufgezeichnet ist, sondern getaped. Olivia getaped. Wenn es nicht aufgezeichnet ist, sondern live. Blake Live. Ah, Blake Lively! Ja! Yeah. Also. Wir schauen erstmal. Nee, Blake Reynolds und Ryan. Jetzt habe ich es vergessen. Lively. 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 Wir schauen uns mal die Auflösung an. Oh, ist das unangenehm. Es ist absolut richtig. Das ist ein toller Typ. Ja, glaube ich. Mal kennengelernt? Ja. Den hast du mal kennengelernt? Super Typ. Extrem witzig, extrem eloquent. Und der ist schnell, ne? Also Wahnsinn, wie schnell der. Er gehört jetzt zum Fußballverein in Wales. Ja, ich weiß. Da hat er gesagt, er möchte gerne, dass die nicht mehr im Winter spielen. Es ist ihm zu kalt. Das verstehe ich. ganz kurz, aber der Punkt für diese Runde geht an mich, würde ich sagen. Ja? Ich habe mich ja kaum. Ich habe ein bisschen so recht. Du hast gesagt, einen Tipp gegeben. Du hast nichts gemacht. Nee, komm, wir sind fair. Steven kriegt okay, Punkt 2. Ja, okay, ein Viertelpunkt. Dann steht es jetzt also 3-2, oder? 3-2 ein Viertel, oder? Ja. Woher hat er denn jetzt eben stand es noch 2-2? Und er hat gar nichts gesagt, er hat trotzdem einen Punkt gekriegt. Nee, ich habe keinen Punkt. Nee, nee, aber Gregor rechnet. Dann steht es 2-2. Sorry, Entschuldigung. Okay. Das Spiel bringt einen völlig durcheinander. Swap Liberty. Swap Liberty. Okay. Wir spielen aber jetzt die nächste Runde. Wir haben noch einen Punkt. Okay. Gregor denkt sich auch so, bitte schnell die letzte Runde, bevor es noch weiter durchdreht. Nee, ich habe noch nicht mehr geguckt. Ja, dann guck jetzt. Ja. Colleen Ullmann und Ullmann Fernandes. Danke, dass du es gesagt hast. Was hast du falsch gesagt? Hättest du dich krass blamiert? Ich bin ehrlich, ich hätte mich krass blamiert. Ich hätte Christian Jadim und Fari Ullmann gesagt. Das ist natürlich falsch. Ja, und dann hättest du gebuzzert und was gesagt? Ich hätte Colleen Ullmann gesagt und Christian Ullmann Fernandes. Wir gucken mal auf die Auflösung. Aber ich finde, Colleen sieht. Richtig, sehr gut. 4-2 für Steven.
Die 2 plus 7. Aber sah nicht so schlecht aus, ne? Sah gar nicht schlecht aus, finde ich auch. Ja. Also, du meinst Christian? Ja, ja, genau, natürlich. 4-2. 4-2 für Steve, ja klar, 4-2. Ja, genau. Next round. Yes. Swap Liberty. Ich muss mal sagen. mein Kopf. Nicht mehr, der ist Klaus, nicht mehr da beim Hotdog-Journal. Klaus Gause und Gundula Kleber. Wir schauen mal, ob es richtig ist. Boah, aber Gundula Kleber war heißer Feger, da, oder? Hör mal. Ja, sehr gut. Warte, du holst auf. Wisst ihr übrigens, Tommy und wisst ihr, wie der Bruder heißt von Gundula Gause? Der Bruder von Gundula Gause? Nee. Giesbert. Ernsthaft? Ja. Gundula und Giesbert Gause. Das klingt wie so ein Song. Wie heißt der Bruder von Gundula? Egal. Da haben sich die Eltern so richtig so, wie nennen wir den Giesbert? Der ist doof. Giesbert Gause ist aber geil. Die nächsten 100 Jahre heißt der Giesbert. 4-3, Tommy holt auf. Ja. Wir haben aber noch ein paar Paare. Wir haben noch 36 Paare. Ja. Du drückst aber einfach mal so pro forma. Ach, okay, das ist, ich weiß auch, wer das ist. Sonja Hartwig und Daniel Ziedlow. Wir schauen mal. Aber auch da? Ja. Daniel? Sehr gut. Also. Ja. Und man kommt aber so langsam rein, ne? 4-4. Aber Daniel Hartwig da auch im Olaf Scholz Kuschelpullover aus dem Flugzeug, oder? Ja. Wow, könnte auch so Barefoot Living Til Schweiger sein. Ne? Unentschieden, 4-4. 4-4. Es bleibt spannend, finde ich sehr gut. Nächste Runde. Mhm. Mhm. Ja. Boah, sieht Lena stark aus. Marc Meyer Landrut und Lena Forster. Aber Lena könnte ein Elevator Boy sein da. Oder? Auch mit dem Outfit, vor allen Dingen das Outfit. Ja, ab, ein bisschen mehr Haare noch. Mega gut. Da mache ich den Fahrstuhl aber nicht zu. Wir schauen mal die Auflösung an. Ja. Oben haben sie auch gar nichts geändert. 5-4. Sag mal, das ist ja hier Kopf an Kopf rennen. Spannend, spannend. 5-4 für Tommy. Nächste Runde. Warte mal, du zählst die ganze Zeit falsch. Das war mein Punkt. Nee, 5-4 für ihn. Eben 4-4. Ich weiß, dass du hast doch aber aufgeholt und hast du jetzt nicht? Nee, 5-4 für ihn. Bastian 5-4. Engelke. Boah, Bastian! Und Anke Pastewka. Oh, großartig. Nee, aber weißt du, bei der 6. Staffel LOL dabei, glaube ich. Hatte die oben nicht mal was mit Bill Clinton? 90er-Jahre-Witze. Ja, ja habe ich gehört. Ich kenne die 90er nicht. Nee, ich auch nicht. Ende 90er erst gekommen. Ja, absolut. Auflösung, ganz kurz noch. Ah, sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. 6-4 für dich. Habe ich noch die Chance auszugleichen? Ich habe auch die Punkte. Wir haben die Geschlechter und die Punkte getauscht. Ja. wir haben noch 2 Runden. Ja, du kannst okay, noch, ich kann noch ausgleichen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Nächste Runde. Ja, aber warte, Gibt's jetzt, es gibt mehrere. Lösung. Mit den Titeln. Boah, ernsthaft? Ja, klar. Herzog. Also, wie heißt ein Titel, bei einem reicht es. Reicht nur ein Titel. Nein, das war ein Witz. Du kannst auch nur die Namen nehmen. Der Mann heißt ja mit Nachnamen William und von einem Prinz. Windsor, oder? Nein, du sag doch einfach. Ich bin voll schlecht in diesen. Mit Engländern kenne ich mich aber nicht. Aber nee, das ist Steffi Graf. Mach's doch aber mit. Okay, dann Prince Middleton. Nee, doch. Und Kate William? Das lässt du gelten. Wir schauen mal, wir schauen mal. Guck mal, die sieht aus wie Steffi Graf. Das stimmt. Nee, ich finde ja, aber. Aber Prince Middleton sah aus wie. John Hamm. Nee, wie heißt er? Zac Efron. Ja, oder John Hamm. Ich sehe aus wie Zac Efron unten, oben eben. Ja. Okay, ich kann auch ausgleichen. 6-5. 6-5, exakt. Letzte Runde. Wann bist du eigentlich? Du bist in Phoenix geboren, ne? Ja. Ich wollte dich ablenken. Ich weiß es, aber du hast die Hand davor. Darf ich? Okay, jetzt konzentrieren. Wir sagen beide einen Namen. Okay, ich sag Oscar Wagenknecht. Und Sarah Lafontaine. Wir schauen es uns an. Toll. Ausgleich. Absolut richtig. 6-6. Okay. Dass er sich mit Oscars auskennt? Einer muss ihn verwandeln. Na komm. Ist zu spät. Nee, hab ich ja schon. Wie wird diese Sarah geschrieben? S-A-H-R-A. Richtig. Sehr gut. Das ist richtig angeberisch hier von mir. Das war die
Nein, ich möchte, dass wir mitnehmen, dass wir so harmonisch jetzt hier rausgehen. Okay, ja, aber es ist doch schön mit dem Unentschieden. Finde ich auch. Oder? Steven Gätjen hat unentschieden gewonnen, hier bei Studio Schmidt. Nochmal vielen Dank an Gregor Rühl. Danke an Steven. Danke an Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.